Ja, ein wunderschön bei den Dumanis. Ja, Dumanis sind hier in Adana, in irgendwelchen Hinterhofstaaten, keine Ahnung, ne? Also wir weit und breit nichts. Genau, wir haben Papas Auto abgegeben. Und hier habe ich schon mal auf meinem Erstkanal erzählt, wir suchen ein bisschen Teile. Und dann haben wir auch keine Teile im Messen gefunden. Und habe Emrak gefragt, er sagt, jo, er ist hinterher, bla bla bla. Und dann kam der Spureinstellung, der hat einen Tipp gegeben. Hat gesagt, fahrt mal dahin. Deswegen sind wir jetzt in Adana. So, fahren hier mal irgendwo, keine Ahnung, Navi fährt uns irgendwo hin. Kein Plan, wo er uns hinbringt. Aber lange haben wir auch nicht, 14 Minuten, 6,5 Kilometer. Ja, die Ecken kennt man jetzt auch nicht. So lernt man auch diese anderen Ecken zu, ne? Ja. Also, es ist klar, ne? Es gibt wie in Deutschland schöne Ecken, alte Ecken, schlechte Ecken. Ich glaube, das ist so wie so eine alte Gegend wohl, ne? Denke ich mal. Sieht so ein bisschen Industrie. Vielleicht ist da auch der Flugplatz schon. Ja, viele Deutsche denken natürlich so Türkei, Antalya, Mantalya, Hotels. Klar, gibt es das auch überall, ne Schatz? Aber es ist so hier real, ne? Einfach hier, keine Ahnung, also ich alleine wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, in solchen Straßen rumzufahren. Aber ich will Teile holen, ich muss das hier durch. Ja, Schatz. Ja. Warum denn nicht, also ne? Ich behaupte, da ist der Flugplatz. Ich denke ja, ist der Flughafen. Ja. Ich denke ja, ne? Ich behaupte. Ja. Ich denke mal, deswegen auch hier werden auch nicht die Nobelhäuser sein neben dem Flughafen. Nein. Weil ich glaube, die kriegen die schon viel ne, Geräusche mit, oder? Ja. Naja, egal. Wir gucken mal, wenn wir da sind. Klar, heute wieder mal ein bisschen essen gehen. Ja, langen Weg noch vor uns, 100 Kilometer nach Hause fahren mit Haji Murat. Och, ja, 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 ja. Ein bisschen Content kommt auf jeden Fall auf uns zu, ne? Aber das, wie schnell bist du vorhin gefahren? 110. Ja, dann zeigt der richtig. Ja, ja, und Emrah sagt so, bloß nicht, Abi, wieso fährst du 110? 80, 90. Ich dachte, hör auf, ey, oder nicht, Schatz? Ich sag mal, 80, 90, Digga, da kommst du niemals her. Er liebt das Auto mehr als du es liebst. Ja, das tut er. Ne? Na gut, dann sehen wir uns gleich da. Richtig, hier Adana in den hintersten Gassen drin. Versuchen uns hier rauszufahren, oder? Da sind wir doch schon. Oh, da sind wir schon. Ja, mal gucken. Es wird nicht, die Adana ist wirklich auch ein bisschen Chaos vom Verkehr her, ne? Ja. Muss man jetzt sagen, ein bisschen kompliziert. Komm, die Gefahr doch, Alter. Scheiß doch drauf. Ja, die wie immer. Mehmet hat sich angepasst. Ein bisschen, Alter. Ja. Ja, aber jetzt mal, wenn wir aus der Stadt mal hier rausfahren, 450 Meter rechts. Mal gucken hier. Bei dir muss man wirklich aufpassen. Ja. Die fahren, wie die wollen hier. Schillig hier, die Jungs hier, bam, 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 oder? Ja, ist schon ein bisschen, also als Fremder hier rumzufahren, ist schon wirklich, Schatz, muss man schon aufpassen, ne? Ja. Also das ist jetzt nicht hier wie in Deutschland, hier nach Regeln. Nein. Die Regeln sind schon da, aber manche ignorieren das. Ja, ja. Muss ich jetzt sagen. Da musst du dich leider anpassen. Da muss man dich irgendwie ein bisschen abgewichst fahren. Ja. Klar, Sicherheit geht vor. Aber wenn du jetzt hier nicht die Schnauze irgendwo reinsteckst, dann kommst du auch nicht weiter. Hier, wie jetzt zum Beispiel, hier, er blinkt. Wetten, er zieht gleich nach vorne. Also man muss schon. Nee, er muss anhalten. Ja. Er wurde angehalten. Ja. So, man muss schon ein bisschen für die Leute mitdenken, Schatz, hier. Ja, okay, aber ich denke, wenn zum Beispiel eine in Paris ist, ja. Ja, Paris ist auch nicht besser. Eben. Ja, da haben wir auch schon viel Erfahrung in Paris. Ja. Da war auch sehr viel Chaos drin. Ne? In Paris muss man bedenken, da kommen ja noch die Roller überall rausgeschossen. Das geht, das ist, kann man in Paris vergleichen. Ja. Ja. Ja, also es ist nicht nur in Türkei so der Chaos, es ist auch in Paris so. Genau. Na gut, wir gucken mal, dass wir aus der Stadt rauskommen. Letztens sind wir vorbeigefahren, da war nicht kein Wasser drin. Nein, aber hat auch gut geregnet, Schatz, ne? Deswegen wohl. Ich weiß es nicht, was das für ein Kanal aber ist. Schön aus. Ja, richtig blau-grün, das Wasser. Genau, letztes Mal haben wir uns doch hier kaputt gemacht, weißt du noch? Ja, ja. Dass man nur Aussicht an hier. Ja, in dem Café hier. Ja, Café, Alter, die haben doch die Steine sich angeguckt, ne? Ja. Freunde, wir sind hier in Tarsus. Normalerweise, Alter, war hier ein Wasserfall. Ich schwöre euch, ne, Schatz? Das Ding schoss überall durch die Gegend. Da haben wir uns gesagt, das wollen wir euch gerne mal zeigen. Hier haben wir mal ein Foto gemacht, weißt du noch? Ja. Und das war hier komplett unter Wasser, Alter. Das Ding hat geströmt hier, oder nicht, ne? Aber die sind hinten reingesprungen, sind dann durchgeschwommen und hier wieder irgendwie rausgegangen. Aber tot. Ja, wirklich. Das Wasser ist weg. Schatz, das Wasser weg, aber Fische gibt's da. Ich sehe da ein paar Fische schwimmen. Ja, ja, also im Sommer war es richtig schön hier, richtig Leben mit Menschen, Schatz. Oder? Ja, tut mir leid, Leute. Ich wollte euch. Das ist nur ab und zu. Nein, ich denke mal, da gibt es bestimmt eine Schleuse, die sie auf und zu machen. Denke ich mal, oder nicht? Da gibt es auf jeden Fall eine Schleuse. Aber wirklich tote Hose. Es ist so schön gewesen. Der Wasserfall ging hier richtig ab. Man hat da gesessen, Chai getrunken, oder?
Also schade, eigentlich schade. Ich weiß nicht, ob das im Sommer, ich denke mal, da gibt es ein Dings hier, ja. Hier Baraj, weißt du, was ich meine? Die sie wohl aufmachen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, Schatz. Freunde. Oh, schade. Ja, das Ding war unter Wasser, komplett, Schatz. Hey, es hat hier geschossen, Alter. Da hast du dich gedacht, wow, oder? Ja. Richtig erfrischend in der Witze. Das Wasser hat einen abgekühlt. Die Kinder sind da irgendwie reingesprungen von überall. Ja. Ja, das war's dann. Das war's dann, Wallah. Ja, ja, ist wohl keine Saison. Ja? Ist wohl keine Saison, Schatz. Ja? Jo, schade, oder? Schade, schade. Genau, da haben wir extra hier nochmal 30 Kilometer Umweg genommen, um euch das hier zu zeigen. Aber da war wohl nichts. Ja, na gut, dann sollte es so sein. Dann guckt euch den Haji Murat lieber an, Freunde, ja. Traurig. Was ist, was willst du? Ich lächle nicht. Wir waren genau, waren wir mit dir vorletztes Jahr? Nee, letztes Jahr, ne? Ich glaube, letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir hier mit den Kindern. Eis dir geht auch, ne, Tui? Nee, Eis. Hey. So. Ich glaube, letztes Jahr waren wir oben. Genau, wir saßen mit den Kindern oben. Ja, waren wir oben. Hat eben super geschmeckt, ne? Auch in den Bewertungen und so was. War der Top-Laden. Einer der ältesten Laden in Tarsus hier, ne? Mhm. Und also Hummus, Pasta und Hummus schmeckt wirklich gut. Ich bringe Papa auch mal eine mit. Und finde ich, glaube ich, schon gesund, ne? Aber der in Mersin, mal gucken, ob er in den Top. Ja, Messe war schon geil. Ja, meine Freunde, letztes Jahr waren wir hier. Also, das sind wieder Findeklappmargen. Wie gesagt, wir sind in Tarsus und hier sollen die auch hergestellt werden. Also, das ist typisch Tarsus. Wir haben die Messen gegessen und die waren im Messen böse. Also, ich muss mal eins vorweg sagen. Vielleicht ist weniger. Optisch gibt Messen. Wallah, ja, es tut mir leid. Obwohl die auch, also fleischtechnisch war da dreifach so viel Belag drauf. Ja, also. Vielleicht haben sie aber eine spezielle Dings, ne? Also, wie gesagt, optisch. Leider optisch verloren, weil ja. Sie sehen geil aus, aber im Messen der Belag war full Schatz. Ja. Ist so. Und das ist hier ganz normal Hummus, Kichererbsen kennt ihr, mit Rinderschinken, ne? Pastırma, genau. Und das ist so die Region, das ist hier wirklich sehr berühmt hier in Tarsus, in ganz Türkei heißt immer Hummus. Soll man in Tarsus essen? Auf jeden Fall. Und Kunde quatschen, ja. Soll man in Tarsus essen? Das wissen wir noch nicht, ob wir das hier essen. Wir probieren es und entscheiden beim, tja, wer gewonnen hat, ne? Ja. Finde ich. Also, ja. Merchen wir 10 von 10. Ja, auf jeden wirklich, Fall. Die haben so böse abgegangen, oder nicht, ne? Ja. Okay, wir probieren es halt. Und wir blenden euch nachher ein paar Bilder ein. Ich habe noch welche gefunden von dem Wasserfall. Ja, ihr könnt mal sehen, wie es vor 4 Jahren war. Genau. So, ich habe was entdeckt. Hier waren wohl auch gute Leute. Ja, hier kommen wieder meine Barren hier durch, ne? Und wo ist dein Foto? Ja, keine Ahnung. Die haben mich jetzt hier erkannt. Ja. Wo ist dein Foto? Wallah, wieder, ja. Ein Tee muss ich immer trinken. Auf jeden Fall. Was habe ich bezahlt? 4,25. Achso, Kunde, erst mit Zeit. 4,25 habe ich bezahlt, aber ich habe noch für Papa noch einen Hummus mitgenommen. Das passt immer zum Mitnehmen, ne? Mhm. Also, keine Ahnung, also sind dann 20, 21, 22. Alter, das ist aber nicht billig, Schatz. Ja, cool. Muss man jetzt mal so sagen. Das ist jetzt auch nicht ein Nobel-Mobel-Restaurant, aber, hey. Bist du dir sicher, 400? Ja. Bist du dir sicher, 20 Euro? 4,25.
Aber war auch wenig, ne? Was haben wir bei Dings bezahlt? Ja. Aber auch nicht billig. Nee. Ja. 180, doch. Über 370, da haben wir auch gesagt, teuer, aber der Belag war so viel. Nee, da haben wir auch mehr bezahlt. 100%. Ich bin ja mal 8 Euro, nein. Da haben wir auch fast 18, 20 Euro bezahlt. Im Messe. Egal. Da habe ich doch zu dir gesagt, der Belag ist dreifach zu viel, das ist schon wieder mehr. Ich gucke mir das Video an. Ja, also geschmackmäßig würde ich Ihnen 8 geben. Ja. Also die 10 hat er nicht getroffen. Nein, da war okay. Der Mersen besser. Der Mersen hat gegeben, wirklich. Ja. Es war wirklich eine vom Fleischgeschmack her. Das war viel, viel geiler. Tut mir leid, Tarsus. Da musst du noch zu Mersen die Karte stellen. Die geben das, Alter, oder nicht? Das war richtig toll. Ja. Aber ja, jetzt zum Essen war okay. Es war auch portionmäßig. War jetzt auch ein bisschen gelöscht. Ja. Das ist für Papa jetzt, habe ich mitgenommen. Und portionmäßig war jetzt auch nicht viel. Nö, war portionmäßig war, glaube ich, gleich beides. Ja, kann man so vergleichen. Ne? Ja, Freunde, ja genau, ne? Haben wir gegessen, Tarsus, jetzt haben wir noch vor uns 40, 50 Kilometer nach Hause. Bisschen auch müde, ne? Heute den Zahnarzttag gemacht, weil die Fahrt dahin, Spuren stellen. Und da hat der eine Teile-Typ gesagt, ich habe alle Teile, wie gehen denn an einem Blinker? Da hinten hat er die Rückleuchten noch. Aber immerhin hast du Rückleuchten bekommen. Ja, aber am Telefon hat er gesagt, wir haben alles für das Auto, ne? Ja. Hätte er noch gesagt, ich habe Rückleuchten, hätte ich es auch gelassen. Auf jeden Fall. Weißt du, wer hätte mir eine Stunde Fahrt da nicht reingemacht? Ja. Ich dachte, war ich Paradies gefunden, da sind alle Teile, freue ich mich. Och, war wohl nichts, ne? Naja, was soll man machen? So, wir dürfen hier netterweise ein Video machen. Das sind die Teigbällchen. Da kommen sie raus und da ist der Ofen. Guten Appetit, Tischegele. Tante, wir waren letztes Jahr auch hier, da war kein YouTuber. Tante ist hier, sie ist auch da, also das ist jetzt super schmeckt. Alle berühmten Leute sind da. Ich habe mir gesagt, mein Foto müssen wir auch mehr raufhängen. Ne? Ich danke viel herzlich, wir sehen uns. Leckeres Essen, danke, danke, danke. Tischegele. Dein, eine Tüte. Thank you, you're welcome. So, wir machen für morgen Abend Zeimer. Das sind Weinblätter gefüllt mit Reis, Zwiebeln, Knoblauch, Hackfleisch, Tomaten und dann werden die so eingerollt. Und dann werden die so 1,5 Stunden. Dann werden die eingerollt, wie gesagt, und dann 1,5 Stunden gekocht in Salzwasser und zum Schluss dann nochmal einen Schuss Öl rein. Das schmeckt richtig lecker. Mmh. Dann werden die eingerollt, wie gesagt, und dann 1,5 Stunden gekocht in Salzwasser und zum Schluss dann nochmal einen Schuss Öl rein. Das schmeckt richtig lecker. Mmh. So, unten hat Hala jetzt noch Knochen drunter getan. Sie meint, dann schmeckt das noch besser. Dann werden die jetzt einfach gestapelt, mit Wasser aufgegossen und Salz und dann werden sie gekocht. Ach Freunde, Sarm habt ihr gesehen, Lachmaschen habt ihr gesehen, Schellale habt ihr gesehen, wie vor 3 Jahren Wasser da war. Geil, 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 oder nicht, ne Schatz? Aber jetzt ist es leider so. Aber ich denke mal, in ein paar Monaten machen die bestimmt die Dinger auf, dann kommt wieder richtig Wasser rein. Das war wieder ein Tag bei Dumanis. Ja, morgen geht's weiter. Wir haben noch ein paar Tage. Dienstagmorgen ist hier Countdown, ne? Dann sind wir vielleicht in Deutschland und was. Küsst eure Herzen, dranbleiben, abonnieren, meinen Erstkanal natürlich auch folgen. Dann sehen wir morgen sehen wir uns noch ein Video, ne? Mhm, bestimmt. Haut rein, schönen Abend noch, tschüss. Tschüss.